Willkommen zurück zu einer neuen Folge Army Man RTS. In der letzten Folge konnten wir ja die Gartenlampe einnehmen und müssen jetzt noch zum Extraction Point kommen, was dieser Baseball ist. Aber ob dann die Mission sich nochmal erweitert, ist natürlich noch fraglich. Enemy Side, die haben nur ein paar Einzelne. Die müssten wir relativ gute Platt bekommen. Na, nur noch der eine hier schmilzt ihn ein. Oh ne, doch nicht. Kommt doch noch einer mehr. So, komm schon. So, und in der letzten Folge hatte ich erwähnt, ich weiß nicht genau, aus welchem Jahr das Game ist. Es ist wohl von 2002. Wenn ich recht informiert bin. Successful. This is almost too easy. Ja, die Ecke wird jetzt noch etwas dunkel werden, weil die Lampe zerstört ist. Immerhin eine Bronzemedaille. Finishing under 8 minutes haben wir nicht hinbekommen. Wir haben 53 Sekunden, waren wir zu langsam. Gut, Mission 4, Full Plastic Jacket. Okay. Kleine Anspielung an den Film Full Metal Jacket anscheinend. Where we start? Looks like we're expected. They're dug in. Got fences, minefield, air cover. What are we gonna do? Well, this ain't gonna be easy. Anyone feels like turning tail, I won't stop you. Hoover! Get back here! Genau, Hoover, nicht abhauen. Unser... Oh, falsch rum gescrollt. Wo laufen die denn hin? Oh, der Hund heißt Killer. Dog Bowl ist offenbar eine Ressource, die wir abbauen können. So, also wir werden jetzt mal schnell unser Hauptquartier irgendwo... Wir müssen nach ganz oben. Vielleicht sollten wir sie unten hinstellen, das Hauptquartier. Denn mal schauen... Da sollen wir hin zur Treppe. Wir sollen wohl die Treppe erobern, um dann ins Haus zu kommen. Okay. Ich hoffe, dass wir bis dahin auch noch einige Ressourcen bekommen. Hier hinten könnten vielleicht auch welche sein. Müssen wir mal schauen, dass wir schnell mal das Ressourcendepot hier hinstellen. So, genau machen. Find a way into the house. Okay. Wir sollen also einen Weg in das Haus finden. Indem wir anscheinend die Treppe da vorne, die ich eben schon euch gezeigt hatte, wohl erobern sollen. Gibt's Zusatzgebäude jetzt? Eine AA-Gun, also eine... Luftabwehr, wie man sieht. Firepower ist komplett gegen Lufttruppen. Okay. So, gleich mal einen... doch einen weiteren Dumptruck bauen. Keine Truppen ohne Baracken. Ab wo könnten uns denn hier die ersten Gegner erwarten? Schwer zu sagen. Und wie lange uns das Ding hier Ressourcen liefert. Du da abbauen. Bau das mal ab. Wo gibt's denn hier mal Strom? Strom zum Abbauen? Na, ich glaube, aus dem Frosch können wir jetzt nicht so viel Elektrizität gewinnen.
So, ihr sammelt euch da. Okay, Garage. Brauchen wir erstmal das Hauptquartier ab. Oh, Feinde! Ah, die kommen von der Seite! Die greifen meine Hauptquartier an! Mach den da platt, Mensch! Also, die können wohl von zwei Seiten hier angreifen. Mach den doch platt da, Mensch! Okay, das heißt, die Truppen sollten wir mal hier stehen lassen. Und stellen uns hier... Oh, es gibt ein paar mehr. Machine Gunner, Bazookaman, Super Barracks. Wir bauen aber erstmal einen kleinen Trupp von denen hier zusammen. Mit denen schauen wir mal, wer hier irgendwo Ressourcen herbekommen wie Strom. Ah, da oben. Da oben ist eine Uhr. Eine Handvoll Truppen hier nur. Schnell mal platt machen. War wohl nur der eine. Okay. Ich meinte, wir hatten... Ne, nur zwei Dump Trucks. Muss ich doch nochmal einen zusätzlich bauen. Wir müssen ja auch Strom abbauen. So, dann pflanzen wir mal die Garage dahin. So, da ist schon mal eine Uhr für Strom. Das ist ja schon mal gut. Ich nicht mit gerechnet, dass sie hier auf einmal auftauchen, der Gegner. Ja, du gehst dahin. Bau mir mal den Strom ab. Kosten 100, das Doppelte wie der normale Quant. Ist aber deutlich stärker. Aber wir könnten uns das Upgrade noch nicht so erlauben, aber wir packen schon mal... Ja, doch, wir machen's. Ja, brauchen wir unbedingt Luftabwehr oder Verteidigungstürme? Oder kriegen wir es so hin? Ui! Letzte Mission hatten wir Ruhe, jetzt werden wir doch angegriffen. Diesmal. Die vertragen ganz ordentlich was, die Gegner. Vielleicht sollte ich, nein, das wollte ich, so, vielleicht mal ein Medic bauen. Na, wir haben nicht genug Ressourcen dafür. Da ist auch nicht viel drin. Sollten mal gucken, ob wir uns hier noch irgendwo welche sichern können. Vielleicht hier unten irgendwo. Ja, ganz schön, wenn die überleben würden. Deswegen bauen wir ja gerade den Medic. Wenn wir hier vielleicht irgendwo noch Ressourcen finden. Ah, du musst dich mal zurückziehen, du bist schon heftig angeschlagen. Müsst ihr drei das mal kurz erledigen. Okay. Es sind eine Menge Minen, aber keine Ressourcen. Nichts zum Abbauen. Oh, doch da, eine Erddisk. Wir können hier doch Ressourcen abbauen. Und was ist das? Wofür ist das gut? Oh, Weapon Boost, das klingt gut. Enemy sighted? Warte, wo denn? Nanu, was war denn das eben? Hat er eine gewisse Reichweite hier, oder? Ah ja, heilt die automatisch, wenn sie im Radio stehen. Okay. Wieso sammeln die sich denn da in dem Gebäude? So, dich brauche ich. Du musst jetzt hier mal noch ein Depot bauen, wa? Low Plastic. Ja, ja, Low Plastic, ich weiß. Wir haben Extreme Low Plastic. So, Keule, du gehst erstmal dich an eine
Runde. Das macht er so nicht. Gehst dich erstmal eine Runde heilen. Okay. Und der ist ja schon fast abgeerntet hier. Strom sieht auch nicht so schön aus. Oh, wir können Panzer bauen. Ja, die sind aber auch gegen Infanterie nicht so toll. Ich baue mal 5 und 5. Mal gucken. Was die bringen. Und ob wir hier noch irgendwo Ressourcen herbekommen. Oh, da ist sogar schon ein Zaun. Soll ich da mal kurz einen Blick wagen, ob da auch ein Turm ist? Ah, er greift ihn einfach an. Okay, der hat extrem Reichweite und extrem viel Damage. Okay. Ihr bleibt dort stehen. Wo ist denn der Flammenwerfervogel? Okay, der ist fast voll geheilt. Wie viel Reichweite hat er denn? Das ist schwer abzuschätzen. Man sieht es ja auch nicht. Fixing. Fixing. Ja, dann fix ihn doch. Fixing. Enemy sighted. Oh, da oben. Platt machen. Gleich platt machen. Ja, ich glaube, wir kommen ohne Wachturm aus. Und unsere Special Troopskis bewachen mal die Ecke. Ich denke, das könnte funktionieren. Ja, doch, das sieht doch relativ standhaft aus. Mal die noch ein bisschen nach vorne stellen hier. Naja, kann immer nur so 2, 3 auf einmal heilen anscheinend. Aber er heilt sogar die Panzer. Der Medic kann auch Panzer reparieren. Das ist gut. Vielleicht sollte man da noch einen Minenleger, auch nicht verkehrt, vielleicht noch einen zweiten davon bauen. Eventuell, wenn es in Richtung Angriff geht. Okay. Ja, wenn er eine angeweht hat, kann man leider nicht auf der Karte. Auf der Karte klicken. Müsste vielleicht noch ein paar Truppen abwarten, bevor ich angreife. Ja, aber bis jetzt nur so ein bisschen eine schwache Infanterie hier. Es dauert doch schon relativ lange, bis so ein Panzer fertig ist. Kann man das noch irgendwie upgraden hier? Nein. Ah, Strom ist fast leer. Da scheinen sie aber nicht angreifen zu wollen. Da liegt ein Skateboard im Weg. Kommen wir nicht unbedingt durch. Aber wir könnten schon mal mit den Truppen ein wenig die Gegner runden. Da können wir schon mal die ersten Angriffswellen hier im Keim ersticken. Mal zu gucken, was uns hier erwartet. Und vielleicht auch irgendwo Ressourcen her uns sichern. Wo ist denn der Minensucher überhaupt? Der ist schon wieder. Ah, irgendwo mittendrin. Statt nur dabei. Die ja doch Ressourcen vielleicht sind. Jedenfalls sind hier schon mal Gegnertruppen. Vielleicht bewachen die irgendwie noch eine Frisbee-Scheibe oder so, die wir abbauen können. Machine Gunner! Oh, die sind nicht ohne. Die haben ganz ordentlich Bums. Aber wir haben immerhin so ein paar Panzer dabei. Und ein Medic. Der aber so weit weg steht, dass er die Truppen nicht richtig heilt. Oh, Ressourcen. Da sind noch Ressourcen. Sollten wir uns gleich mal sichern. Moment, Enemy Sight? Wo? Hier unten?
Nee, hier oben. Wow, shit! Ein Chopper! Und ein Wachturm! Oh, verdammt! Bin eine Idee zu weit? Schon? Hier, pflückt ihn da runter! Oh, der hält aber was aus! Der Heli ist nicht ohne oben Panzer! Nicht gut! Full Plastic Jacket hieß es. Wo so ein Panzer gegen Infanterie jetzt nicht so der Hit ist, aber ich habe nichts, um den Panzer vernünftig wegzuplätten. Aber ich hätte den Superman hier ausschalten. Ja, so ein kleiner Vorstoß, aber noch halten unsere Truppen ganz gut gegen. Wahrscheinlich auch, weil wir den Medic dabei haben. Ah, es ist ein Medic. Und noch mehr Ressourcen. Müssten uns das hier mal sichern, wa? Ah, da ist noch ein Wachturm. Ich muss mich doch mal kurz zurückziehen. Den Wachturm. Das könnte zu viel werden. Ihr sollt den Grenadier angreifen, nicht die Bleistifte. Was sichern die denn hier bloß noch? Müssten wir mal gucken und nebenbei ein paar Ressourcen sammeln. Die haben wir uns ja mehr oder weniger gesichert hier schon. Müssen wir nur noch anfangen, abzubauen gleich. Mach diesen Bazooka-Typen platt. Der darf nicht meinen... Nein, mein Minensucher ist weg. Mein Minensucher hat's erwischt. Brauch ich doch mal einen neuen. Na, ich brauche gleich zwei. Sicher ist sicher. Nehmen wir die auch noch gleich mit hier. So. Wo denn? Au, da. Okay. Eigentlich wollte ich jetzt mal schauen, was hier noch ist. Und ich wollte den Bulldozer haben. Wo ist er denn? Da ist er. Der soll mir hier auch nochmal ein Depot hinbauen. Dass wir das schon mal abbauen können. Minensucher. Schön. Ah, den Panzer nehmen wir auch noch mit. Ja, der Medic heilt wunderbar die Einheiten. Schön. Ah, wir haben keinen Strom mehr, ne? Also Panzer bauen ist gerade nicht mehr. Das da ist auch fast leer. Ah, die bauen hier die Frisbee-Scheibe ab. Obwohl, den könnte ich eigentlich mal da drauf schicken. Ich riskiere es mal. So, dann wollen wir mal gucken, was die hier noch so bewacht haben. Ah, wir zerstören es mal. Oh, Ressourcen! Oh, ein Chopper! Ein Chopper! Diese verdammten Lufttruppen. Da hinten ist noch ein Turm, aber da will ich... Ich muss den Turm erstmal platt machen. Hilft nichts, der Turm... Der Turm muss da weg! Ach, gut. So, das müssen wir zerstören, weil dann können sie ja unsere Sammler später einsammeln. Dass wir auch noch ein wenig mehr Ressourcen bekommen. Wo fährt er denn hin? Naja, weiß er wohl selber nicht. Wo fährt der denn hin? Oh, ist das Bunker! Bunker unten, Wachturm. Und der Bunker ist heftig. Medic, zurück! Dich brauche ich schließlich noch. Pillbox hat ordentlich Schaden, das Ding. Ach, der baut den... Der baut das Walkie-Talkie ab. Gut, dass ich hier nochmal hin bin, weil mein anderer Sammler hier so meiner Meinung ist, er müsste hier in den Gegner hineinfahren. Ah, ein Chopper! Der ist wichtiger! Der Minenleger ist egal! Pflückt das Ding darunter!
Oh, schön. Noch schnell den Bienenjäger zerlegen. Okay, wir haben den Gegner schon mal halbwegs zurückgedrängt. Er kann nur noch aus dem Gebiet hier kommen. Müssen wir hier unten aber noch die... das hier zerstören. Alles für Ressourcen. Müssen also wirklich alles zerstören, um es dann wieder zu verwerten. So. Haben wir fast. Dann können wir die hier nämlich wieder wegschicken. Die bleiben erstmal da stehen. Ah, das noch. Das müssten wir noch kurz zerlegen. Was machen denn meine Sammler? Die fahren hier etwas verwirrt durch die Gegend. Wieso bauen die denn die Erddisk hier nicht ab? Verstehe die KI der Sammler ehrlich gesagt nun gar nicht. Aber okay, was soll's. Sie sammeln und das zählt. Aber sie sammeln anscheinend überwiegend Strom gerade von dem Walkie-Talkie ein. Ah, das Ding ist leer. Strom sieht eigentlich ganz gut aus. Wir nehmen nochmal einen Medic. Und 5 von denen. So, wir müssen mal hier nochmal die Palisaden durch schnetzeln. Schon fast an der Treppe angekommen. Das kann doch nicht schon der ganze Widerstand gewesen sein. Das käme mir ein bisschen wenig vor. Oh, da ist noch ein Panzer. Da ist doch echt noch ein Panzer. Den müssen wir erstmal schnell zerlegen. Der wird geheilt, oder sieht das nur so aus? Das scheint ein Medic vom Gegner irgendwo zu sein. Okay. Ich glaube, das haben wir jetzt soweit halbwegs im Griff. Ja, die sammeln eigentlich nur Strom ein. Aber alle? Wieso sammelt denn keiner von denen mal hier das Plastik hier ein? Ja, das da. Ernte ab da den Krempel. Hallo? Hallo? Ah, jetzt erntet er, dass er was abernten soll. So! Und ob wir es jetzt, ob wir hier noch ein bisschen mehr vernichten müssen oder ob wir jetzt den Weg ins Haus gefunden haben, das sehen wir beim nächsten Mal. Bis dann und ciao!